Hallo Uhrenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich das Vergnügen, euch eine schöne Sinnuhr präsentieren zu können. Sinn baut nicht einfach nur Uhren oder schaltet irgendwelche Werke an. Nein, Sinn baut Spezialuhren. Die Intention von Sinn war seit jeher, Werkzeuge den Menschen mitzugeben, die sie eben bei der alltäglichen Arbeit oder Freizeit technisch unterstützen zu können. Also es sind wirklich Toolwatches, Werkzeuge, die einem auch im Notfall helfen können, wenn primäre Systeme ausfallen, zum Beispiel beim Fliegen oder Tauchen, die Möglichkeit haben, damit weiterzuarbeiten. Heute schauen wir uns ein schönes neues Modell an, nämlich den Duo Chronographen 757 Version 3, Ausführung 3, Römisch 3. So, kommt in dieser kleinen, schwarzen, unauffälligen Sinnbox mit Spezialuhren zu Frankfurt am Main. Da sitzen sie ja immer noch, haben ein neues Werk bezogen. Ganz frisch, cooles, großes, neues Werk gebaut. Darin haben wir einen schönen weiteren kleinen Uhrenbox. Und wir haben noch etwas Unterlagen. Ja, wir haben eine spezielle Garantiekarte. Und wir haben eine Bedienungsanleitung. Und mit technischen Informationen. Die Firma ist sehr technisch. Ich habe auch gerade das Katalogbuch 1819 da. Also das ist nicht einfach nur ein Prospekt oder ein Katalog. Das ist ein technisches Fachbuch über diese Uhren mit der ganzen Technik, mit den Patenten, mit den Technologien. Das ist unglaublich. Da sieht man schon, die Ingenieure bei Sinn sind schon sehr technisch verliebt, technisch affin. Da werden Sachen eingebaut, die man sonst so nicht bei einem normalen Uhrenhersteller findet. So wird die Uhr ausgeliefert. Ich habe sie natürlich schon mal ausprobiert. Habe jetzt nur eben für zum Präsentieren des Auslieferungszustandes sie wieder hier reingemacht und habe auch wieder mal die Folie aufgeklebt. Die ist oben und unten geschützt mit Folie. Hat hier dann noch dieses kleine Werkzeug mit dabei, um zum Beispiel einen Bandwechsel vorzunehmen. Nehmen wir sie mal hier raus. Das ist die Ausführung am Lederband. Es gab die natürlich dann auch noch mit verschiedenen Bandoptionen. So, jetzt können wir noch mal für die Präsentation die Folien vorsichtig abnehmen. Das ist natürlich nicht meine, die durfte ich mir auch nur mal ausleihen. So, das können wir mal zur Seite legen und dann können wir mal das gute Stück etwas genauer anschauen. Der Duo Chronograph. Man sieht, hier bewegt sich ja erstmal nichts, denn wir haben ja hier die Start- und Stopp-Funktion. Und damit kann man dann den Sekundenzeiger starten. Das Ding hat ja eine lange Zeitmessung. Meistens haben diese Chronographen immer nur diese 30 Minuten. Wir haben aber hier die Sekundenstoppmessung, oben die Minutenmessung und unten haben wir dann nochmal die Stundenmessung. Also mit dem kann man richtig lang die Zeit nehmen. Start, Stopp und Flying Back. Batsch. Und wie schnell, habt ihr gesehen, wie schnell da der Sekundenzeiger wieder sich zurücksetzt. Kann ja natürlich stoppen, Zeit nehmen, weiterlaufen lassen, stoppen, Zeit nehmen, weiterlaufen lassen, stoppen und ganz schnell wieder zurücksetzen. Ihr seht schon hier, ich kann die Lünette auch nach rechts drehen, also mit dem Uhrzeigersinn. Das zeigt uns schon mal, dass es sich hierbei eben nicht um eine Taucheruhr handelt, die ja auch über diese Lünetten haben. Eine Taucheruhr lässt sich ja immer nur links rumdrehen, denn rechts rumdrehen wäre gefährlich, wenn da eben, da könnte dann der Sauerstoff knapp werden. Aber das ist ja eher ein Instrument für Flieger. Da ist es eher wichtig, schnell die Zeit nehmen zu können. Darum lässt sich hier diese Lünette in beide Richtungen drehen, um sie sofort irgendwo bei einer gestoppten Zeit auf den Sekundenzeiger zu bringen, um da weiter messen und im Notfall navigieren zu können. Dass bei einem großen, modernen Passagierjet die ganze Technik ausfällt, ist unwahrscheinlich, aber es sind ja viele Piloten auch in kleinen Maschinen unterwegs und da ist es ja schon mal im Bereich des Möglichen, dass da ein GPS-System ausfallen kann und der Pilot dann mit Karte und Uhr navigieren muss. Oder bei einem Taucher, wenn man jetzt halt die Taucheruhren von SIM nimmt, die haben natürlich heutzutage alles Tauchcomputer, aber ich meine, das ist auch ein elektronisches, technisches Gerät, lass da mal einen Ausfall sein, dann bist du froh, wenn du noch vor dem Tauchgang schnell deine Taucheruhr auf deine zur Verfügung stehende Restluft gestellt hast und kannst dann nochmal an der normalen Uhr ablesen,
wie viel Zeit dir noch zum Auftauchen bleibt. Also es sind eben nicht nur Modeaccessoires, sondern es sind halt auch in manchen Berufen und Bereichen wirklich technische Hilfswerkzeuge. Wie zum Beispiel bei diesem Zeitmesser, den wir auf der Messe anschauen können, der entwickelt wurde von Notärzten, ein Unfall, die zu Unfällen gerufen werden, die da gleich einstellen können, ne? Die goldene Stunde, wann muss der Patient spätestens im Krankenhaus sein, auch Pulsmesser drauf und das volle Programm. So, es sind immer bedacht für spezielle Jobs, spezielle Uhren herzustellen. Auf dem Boden haben wir massiv Edelstahl, wir sehen auch hier Pigment, da kommen wir später noch drauf auf diese Technologie. Sie ist stoßsicher und ist sogar trotzdem 20 bar wasserdicht. Was schön ist, hier mitten drauf steht noch, ich weiß nicht, ob man es einfangen kann mit der Spiegelung. Da steht auf jeden Fall eine von 75. Wow. So eine schöne und mit Sicherheit erfolgreiche Uhr, denn sie ist schon auf Ausverkauf deklariert, wurde nur in dieser Ausführung 75 Mal gebaut. Hammer. Sehr strenge Limitierung. Und hier unten haben wir noch SIN 757 1646. Wunderschön. Noch ein bisschen natürlich, die Uhrenfans begeistern sich da wahrscheinlich auch immer für die technischen Daten. Da ist es, weil Joule 7750 drin hat bekannterweise 25 Lagersteine und 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Technisch ist die Uhr natürlich, sieht nicht nur gut aus, sondern auch hart im Nehmen. Die ist stoßsicher nach einer ISO-Norm. Sie ist antimagnetisch nach einer ISO-Norm. Man hat auch hier die Tigment-Technologie eingesetzt. Sie ist einfach, das Gehäuse wird gehärtet, um es so eben unglaublich robust und kratzfest zu machen. Also, wir haben das auch auf der Messe gesehen: Unterschied zwischen behandeltem Stahl und unbehandeltem Stahl. Während man in den unbehandelten mit einem scharfen, spitzen Gegenstand reinkratzen konnte, war das bei diesen Gehäusen nach der Tigmentiertechnologie nicht mehr möglich. Ja, hier schon erwähnt, wir haben einen Drehring, der in beide Richtungen geht. Und hier auf der Seite haben wir noch die von SIN patentierte AR-Trockenhalttechnik. Ihr seht hier dieser kleine weiße Punkt. Der geht nach innen, dieses spezielle Bauteil, und signalisiert uns dann nach draußen, sollte irgendwie doch Feuchtigkeit in die Uhr gekommen sein, verfärbt sich dieses weiße Element Richtung hellblau, normales Blau bis hin zu dunkelblau. Dann sollte man spätestens reagieren, weil dann ist Feuchtigkeit da reingekommen. Und es ist nicht nur ein Indikator dafür, sondern er nimmt die Feuchtigkeit auch sofort auf. Das heißt, wenn was drin war, ein kleiner Teil Feuchtigkeit, wird es von diesem Element aufgenommen, verfärbt sich dadurch und signalisiert nach draußen: Oh, hallo, da ist was nicht in Ordnung, ich sollte mal dringend damit zum Service. Haben wir hier also auch eine SIN-Technologie. Dann sind diese Uhren auch unglaublich temperaturresistent. Die werden von minus 45 Grad bis plus 80 Grad angegeben. Also das könnt ihr genauso gut für eine Wüstenexpedition als auch für eine Arktisexpedition mitnehmen und selbst in irgendwelchen wissenschaftlichen Einrichtungen mit starken Magnetfeldern ist diese Uhr tauglich. Es ist eine schon recht große Uhr. Sie hat einen Durchmesser von 43 mm und eine Höhe von 15. Wir haben hier zwischen den Hörnern einen Bandanstoß von 22 mm und die Uhr an sich ohne Bänder wiegt schon 111 Gramm. Das ist ja schon ganz ordentlich, wenn du das mit einem Stahlarmband versiehst. Da kommt schon ein bisschen Gewicht für so eine Uhr zusammen. Was auch schön ist, wir haben hier unten trotzdem, obwohl schön die großen Zahlen ausgeschrieben sind, die 3, die 6, die 9 und die 12, hier auf der 4-Uhr-Position noch das kleine Datumsfenster. Was schön gelöst ist, denn man findet selten dann Uhren, die wirklich alle Zahlen drauf haben, beziehungsweise nicht alle, sondern hier nur die 3, die 6, die 9 und die 12, denn oftmals hat man eben auf der 3-Uhr-Position oder auf der 6-Uhr-Position ein großes Datumsfenster und dann geht die Zahl verloren, was immer so ein bisschen, na, die Symmetrie aufbricht. Viele Uhren haben auch keine 12, da ist meistens immer ein großes Firmenlogo angebracht und dann verlierst du als vielleicht noch die 6, dann hast du nur noch die 3 und die 9, was noch eine Symmetrie wäre, ne? Logo, Datum, Zahl, Zahl, aber manchmal hast du halt auch hier ein Logo, da ein Datum, dann steht bloß noch die 6 und die 9 manchmal da. Das finde ich jetzt auch nicht so schön. Da ist das hier eigentlich eine gut gemachte Lösung mit, es sind alle vier Zahlen da, wir haben ein Datum, wir haben große Indizes, die kleinen sind in Orange gehalten und ich finde, es harmoniert wunderbar. Dieses Weiß, Dunkel, Matt, Blaue, Orange und die Grau, das Grau ist wirklich toll.
Und dann hier auch das Band fortgesetzt, noch diese orangene Komponente aus dem Zifferblatt. Also eine unheimlich schöne farbliche Kombination. Was wirklich Hammer ist, das könnt ihr jetzt leider nicht übers Video mitbekommen. Es ist ja ein Automatikwerk und man spürt noch im Nachlauf, wie fantastisch sich dieses Automatikwerk aufzieht. Manchmal hast du ja ohne die bewegst du mal und dann merkst du, okay, der Anker läuft einmal im Kreis rum. Hier merkst du richtig, wie der richtig lange nachläuft. Also das muss fantastisch, ein fantastisches kleines Kugellager drin haben, denn du spürst richtig, wie das nach nur einer Bewegung das Ding hier noch 5, 6, 7, 8 Mal im Kreis nachläuft und so die Uhr immer aufzieht. Also da sieht man schon, die Sinnuhrenmacher sind schon sehr technikverliebte Spezialisten. Hat man auch auf der Messe gesehen, diese ganzen Uhrenmodelle, die wir anschauen konnten. Das war schon alles auf einem extrem guten technischen hohen Niveau. Und nicht nur die Verarbeitung, sondern auch die Funktion, die hier in alle Uhren eingebaut werden. Aber nicht, es gibt nicht nur technische Uhren, wo sich auch mal sich Design und allem der Technik unterordnen. Nein, sie haben auch sogar, ich habe gerade im neuen Katalog gesehen, eine total skelettierte Uhr. Unglaublich schön, alles massiv Gold. Na, sie können auch anders, aber Sinn kennt man halt primär als Hersteller von Taucheruhren, von Fliegeruhren. Interessanterweise, es gibt ja auch eine schöne sind Fliegeruhr, wo jeder dann erstmal sagt, oh, das haben sie ja aber bei Breitling abgeschaut, ne? Weil sie sieht genau ähnlich, genauso aus wie eine Breitling-Fliegeruhr. Nein, dem ist nicht so. Was die wenigsten wissen, beide Firmen, Sinn wie auch Breitling, haben dort das Patent und die Rechte an dieser Art von Zifferblatt. Und darum gibt es auch eine Sinn im Fliegeruhren-Style, wie man es eigentlich von Breitling erkennt. Sehr schön, sehr schönes Modell. Für mich eine Nummer zu groß mit 43. Nichtsdestotrotz lege ich sie mal an. Auch das Band wunderbar verarbeitet. Das ist wirklich, ja, das sind schon verdammt tolle Uhren. Und dann auch so ein kleines Gimmick. Dieses zweite Band kann ich weiter durchrutschen. Das ist unten verbunden mit einem kleinen Bändel. Hier haben wir noch schön Sinn auf der Edelstahl. Dornschließe gepolstert. Schöne orangene Ziernaht. Ja, und wenn man das richtige große Handgelenk für so eine große Uhr hat und das Glück hatte, so eine Uhr noch zu bekommen, ja, dann ist man stolzer Träger einer neuen Sinn 757 Römisch 3. Und das ist wirklich eine tolle Uhr mit Dual-Chronograph und sehr langer Stoppzeit. Die meisten haben ja also nur 30 Minuten, weil nur ein Totalisator dafür zur Verfügung steht, aber hier läuft die untere mit und da kannst du dann 12 Stunden stoppen. Fantastisch. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Reinschauen, Bewerten, Kommentieren. Schreibt doch mal drunter, was eure Sinnuhr wäre oder ist, wenn ihr schon eine habt. Was ist euer Sinnliebling? Der Name ist ja auch immer toll, ne? Sinn, sinnvoll. Diese Uhren sind wirklich sinnvolle Werkzeuge. Und ich sage dann schon mal vielen Dank für das freundliche Ausleihen dieser schönen Sinnuhr und einmal die Gelegenheit, die auch mal einen Tag tragen zu können. Okay, Freunde der Uhren, dann sage ich hier ciao, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal bei Fuhrer Forest Films. Und ja, ich kann euch versprechen, demnächst werden wir hier noch einige schöne neue Uhren zu sehen bekommen. Aber war jetzt toll, hier mal den Start mit dieser ausgesprochen schönen, seltenen, bei 75 Stück seltenen Sinnuhr zu starten. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und allzeit gute Zeit. Bye, bye.